Interessante Fußballauseinandersetzung und wir sind als Ihre Kommentatoren dabei, Frank Buschmann und Manni Beuken. Und eine hoffentlich spannende Begegnung erwartet uns heute mit Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Ludger Falk wird die Partie heute pfeifen. Bönisch. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Raphael. Das muss es sein! Mit den Flankenbällen kommen sie bislang ganz gut zurecht. Kießling. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Toll, wie er das macht. Und Hilbert. Müsste abseits sein, ja. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Kießling. Castro. Da liegt er frei rum, der Ball. Holt ihn euch. Raphael. Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen für jeden Gegenspieler. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Ganz sicher hat er das gemacht. Der Ball ist gebrochen, das erste Tor ist gefallen. Und hoffentlich gibt es noch einige zu bejubeln, hier und heute. Warum der Ball reingegangen ist, weiß er wahrscheinlich selber nicht. Nein, und es war kein Eigentor, es war am richtigen Ende des Platzes. Das sieht man selber. Da müsste er jetzt über die Flügel gehen. Rechts steht einer. Janschke. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Sidney Sam. Schuss und Reinhardt. Castro. Risikoschuss aus großer Distanz und trotzdem fast ein Tor. Also das darf überhaupt nicht passieren, in dieser Situation den Ball zu verlieren. Aranko am Ball. Aranko. Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Stranzl. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Toprak. Hilbert. Sidney Sam. Er kriegt die Unterstützung, die er in dieser Situation braucht. Arango. Jetzt greift er ihn an. Lars Bender. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Jetzt sagt der Schiedsrichter von und dann pfeift er den Vorteil doch noch ab. Das war kein Grenzfall, das war eine klare Sache. Gelbe Karte. Bönisch. Castro.
Abwehr ist ganz konzentriert, keine Gefahr. Und jetzt! Und er ist drin! Raphael. Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können, aber er hält ihn fest. Castro. Raphael. Er ist selten verletzt. Und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Ja, Antizipation ist das Zauberwort an dieser Stelle. Und deshalb für den Gegner einfach nur ab ins Leere. Zweimal gelb macht gelb-rot. Und das ist sowas von überflüssig. Bönisch. Reinhardt. Jetzt sieht er ab! Raphael. Arango. Ganz schön mutig aus dieser Distanz zu schießen, aber für den Torwart keine echte Prüfung. Nee, also das ist auch aus der Entfernung vor allem dann eher eine Rückgabe für den Keeper. Überhaupt kein Problem. Giesling! Eine tolle Torwartleistung, aber der Schuss war nicht von schlechten Eltern. Eckball. Können die da was draus machen? Kruse. Das war schon immer ein trügerisches Ergebnis, aber es sieht komfortabel aus. Halbzeitstand 2:0. Ein Derby mit einer ganz knappen Führung zur Pause. Alle Spieler sind auf dem Platz. Es kann losgehen. Auf in die zweite Halbzeit. So leicht darf man es dem Gegner nicht machen. Kruse. Ja, das könnte was werden. Arango. Das hat er schön gemacht. Weitschüsse, das sind seine Spezialitäten. Und wenn Sie ihn so zum Schuss kommen lassen, dann trifft er auch irgendwann. Ja, und Sie sollten ihn keine Sekunde aus den Augen lassen. Lars Bender. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Giesling! Und der Ball erzappelt im Netz! Gut gemacht, den schauen wir uns gerne noch einmal an. Und man merkt, dass sie Ecken intensivst trainiert haben. Das war überzeugend. Ich glaube nicht, dass das noch kippen kann bei dieser komfortablen Führung. Kruse. Dams. Na ja, da sagt der Abwehrspieler vielen Dank bei einem solchen Flankenball. Sydney Sam. Arango. Arango Amber. Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Da
Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Mit diesem Ballverlust bringen sie sich doch unnötig selbst in Gefahr. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Hiesling! Eins hat er doch schon. Warum jetzt nicht zwei? Hier noch nicht, Manni, aber ich glaube, da kommt noch was. Der ist gut drauf. Jetzt ist er ganz frei durch. Castro. Bönisch. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Kruse. Diesen Schiri kennen wir. Der gibt garantiert Freistoß. Ja, da muss es Gelb geben. Ein Versuch der Balleroberung. Dams. Janschke. Bisher haben sie hinten nach den Eckbällen gut gestanden. Ein echtes Pfund schickt er da ab, aber der Torwart ist zur Stelle und entschärft diesen Ball. Und da kann der Torhüter wirklich mal zeigen, was er drauf hat. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Janschke. Stranzl. Kiesling. Reinhardt. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Das ist eine gute Einstellung. Sie geben sich nicht mit der Führung zufrieden. Sie wollen hier frühzeitig alles klar machen. Ja, da stand er stark unter Druck, das muss man sagen. Raphael. Stürmer bereiten sich vor, die Abwehrspieler auch. Es gibt Eckball. Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen. Und er trifft! Für ein Pfund, ein Kilo. Brillant gemacht. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen. Auch und besonders da nicht. Da hat er toll Maß genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Keeper. Arango. Kiesling. Sidney Sam. Achtung, schöner Pass. Das könnte Gefahr bringen. Schuss und das ist das Tor. Und weil es so schön war, hier die Wiederholung. Gerade noch den Strafstoß pariert und bei der nächsten Aktion da scheppert's doch. Es ist nicht mehr lang zu spielen, das sieht nicht gut aus für die Mannschaft im Anstoßkreis. Raphael. Ja, da lässt er den Gegner ins Leere grätschen. Ja, wunderbar gemacht, sehr, sehr schön. Das ist einfach die Folge des guten Auges. Und so lässt er den Mann eben ins Leere. Arango am Ball. Deutlich deftig das Endresultat